Anscheinend ist die Kugel so ein bisschen Thors Hammer. Nur wenn man die Handschuhe trägt, kann man den benutzen oder so. Nur eben ganz und gar nicht. Na gut, Fichtenholz, dir auch noch einen schönen Abend. Mach's gut. Bis bald. Cool, das hätten wir. Was gibt's denn da eigentlich? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, Ohrringe für die Elfe gibt es da freizuschalten. Naja, hier müssen wir jetzt wieder irgendwas machen, und zwar einen Busch verbrennen. Ich weiß allerdings nicht, welchen Busch. Deswegen kaufe ich mal einen Kompass und eine Kerze. Aber sonst ist auf der Karte nichts, deswegen ist es ziemlich sicher ein Busch, den wir verbrennen müssen. Aha, der da hinten. Das ist übrigens wirklich, soviel ich weiß und soviel ich das in Erinnerung habe, die Original-NES-Karte, die hier wirklich recht detailgetreu nachgebaut haben. Und selbst mit den gleichen Rätseln. Wenn man das NES-Spiel noch perfekt im Kopf hat, weiß man hier intuitiv sofort, wo man was verbrennen muss. Weiß nicht, ob das immer überall so ist. Aber in vielen Fällen ist es so. Okay, wenn wir das hier schaffen, haben wir gleich drei neue Wege und einer führt zu einer neuen Waffe. Dann nehmen wir nochmal die Krafthandschuhe. Ach, gucken wir mal schnell. Vielleicht können wir die ja sogar upgraden nochmal. Nee, leider nicht. Wäre cool gewesen. Aber muss ja nicht. Ach ja, genau, man kann ja Ocarina spielen. Was muss ich eigentlich machen? Besiege 20 feindliche Hauptleute. Oh nein, ist das wieder so eine verheerende Treffermission, wo man einmal getroffen wird und gleich ist mal Game Over. Weil wenn, nutze ich wieder die patentierte Pfeil- und Bogentechnik von The Cluedo. Die bei diesen Missionen echt sehr hilfreich ist. Ja, das ist wieder so eine. Die Kamera ist manchmal nicht sehr kooperativ. So, auf zu den nächsten Hauptmännern. Nein, da wo ich gerade war, sind auch zwei neue gespawnt. Warum sagt mir das Spiel denn das nicht früher? Lauf durch, durchlaufen. Nicht aufhalten lassen von denen. Sprinti Popinti Linky. Wow, das war gemein. Der hat mir ein Schwert entgegengeworfen. Manchmal machen die das. So. Aha. Noch 10. Ah. Ah, die sind so gemein. Ja, die versuchen im Grunde die gleiche Technik wie ich. Alles machen die mir nach. Und ich mach's der Cluedo nach. Der ewige Kreislauf. The Circle of Gaming. Oder so. Ah! Das ist so gemein. Immer gerade, wenn ich schieße und kurzzeitig gelähmt bin, kommen die mit ihren Wurfangriffen. Ha, diesmal nicht. Oh nein! Die sind aber echt richtig gemein hier. Ah. So, haben wir jetzt schon 20, bitte? Nee, immer noch nicht. Irgendwo fehlt noch einer. Aber wer, wo, wann, warum, wie? Ah, da hinten drei noch. Wirklich noch so viele? Haut doch ab jetzt. Meine Güte, ihr seid so crazy. Okay, das war's. Das waren die letzten drei. Jetzt haben wir unseren Hammer und Amboss hier wieder nicht einsetzen können. Und ich meine Handschuh und Eisenkugel. Aber gut, Hauptsache gewonnen.
Krafthandschuhe sind auch in dem Spiel sehr groß inszeniert, dargestellt. Okay. Moment mal, habe ich hier gerade keinen Arang geschafft? Ach so, ich hätte einen mit Ruto schaffen müssen. Naja, ist egal. Machen wir jetzt hier Waffe. Ach, da müssen wir erst wieder suchen. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, was wir machen müssen. Was macht man denn mit den Statuen in Zelda? Es ist wahrscheinlich irgendwas mit den Statuen. Verschiebt man die mit Krafthandschuhen? Was gäbe es denn noch? Das Floß brauche ich sicher nicht. Bomben. Nee, Bomben wahrscheinlich auch nicht. Eispfeile brauche ich, um Feuer zu löschen. Also wenn es die Statuen sind, dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Und wahrscheinlich sind die es. Mist. Wahrscheinlich Krafthandschuhe. Ich versuche das mal. Ist nicht viel verloren. Wenn es nicht stimmt. Ah ja, es ist richtig. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum er in der Animation mit seinem Schwert drauf haut, aber okay. Oh yeah, hier kriegen wir Epona. Das ist natürlich, ist komisch, dass Epona eine Waffe ist, aber in dem Spiel ist Epona eine Waffe. Und was für eine. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir jetzt noch eine Gelegenheit, nochmal unsere Handschuhe einzusetzen. Bevor wir dann im Grunde schon wahrscheinlich als nächstes Epona testen. Ich ändere mal das Outfit. Nehmen wir mal wieder das Breath of the Wild Gewand. Breath of the Wild. Ah, wenn man Breath ausspricht, dann klingt es fast wie Brise. Nur überhaupt nicht eigentlich. Aber ein bisschen mit Fantasie, wenn man wirklich will, dann schon. Breath of the Wild. So, genau. Also, wenn ich die Kombo hier mache, mit dem Suplex hier, und dann haut er seine Kugel durch. Und ich habe das so in Erinnerung, dass er nicht die Kugel, also nicht mit seiner Kugel dieses Steinding durchhaut, sondern das Steinding in die Hand nimmt und sich ganz schnell im Kreis dreht und über die gesamte Reichweite des Steindings alles tötet. Und das ist eigentlich unglaublich mächtig. Und ich hoffe wirklich, die haben das nicht genervt oder so, weil das finde ich ein bisschen lame. Ich hoffe einfach nur, und wahrscheinlich ist es auch so, dass ich quasi die Handschuhe upgraden muss. Und dann kriegen sie wieder die Fähigkeit, ganze Räume auszulernen. Weil das war schon immer so ziemlich eine meiner Lieblingswaffen, gerade wenn es darum ging, A-Ränge zu kriegen, weil das einfach so übermächtig war. Aber hier jetzt, so sind die nicht so übermächtig. Aber schlecht sind die auch nicht. Es gibt ein paar Charaktere, mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Die vermeide ich. Das sind interessanterweise vor allem die Original-Charaktere, die extra für das Spiel gemacht wurden. Dieser komische Geist da und die Antagonistin, die Magierin, die finde ich beide irgendwie echt super lame. Ich glaube, das sind hauptsächlich die beiden, die ich richtig lame finde. Die anderen passen eigentlich. Ich fand's ja lustig, dass okay. Ja, ich habe mir gedacht, dass es, also ich spiele das jetzt auch wirklich nur deswegen, muss ich vielleicht noch erklären, weil im 24-Stunden-Stream, der jetzt bevorsteht, werde ich einige neue Spiele anfangen. Und ein paar von den Spielen, die ich da anfange, wären gute Kandidaten für die Streams, damit wir die weiterspielen. Jetzt will ich eben nichts Neues mehr anfangen. Jetzt habe ich mir gedacht, Hyrule Warriors ist so ein schönes, grindiges Spiel. Das kann man so nebenher spielen. Da hat man was zu tun und kann ein bisschen labern währenddessen. Das ist ganz, ganz nettes Streamspiel, glaube ich. Und so als Füllenlücker. Ganz genau, als Lückenfüller im Grunde. Bis zum 24-Stunden-Stream, der von 20. auf 21. dann stattfindet, habe ich jetzt eben das Spiel mir rausgesucht. Weil ich wollte nichts anfangen, das irgendwie großartig Story hat oder wo man dann dabei bleiben muss. Deswegen hat mir das einen guten Eindruck gemacht. Genau.
Und was wollte ich vorher sagen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ach ja, genau. Ich fand es ja lustig, dass im gleichen Atemzug, am gleichen Tag quasi, als die E3 offiziell abgesagt wurde, der Vorverkauf für die Gamescom startete. Optimistisch. Ich würde mir jetzt momentan lieber noch keine Gamescom-Tickets kaufen. Weil das wird nur wieder Ärger, wenn die das alles wieder rückerstatten müssen, ehrlich gesagt. Aber mal schauen, vielleicht. Ist ja bis dahin wirklich schon wieder Entwarnung. Ich bin jetzt auch echt gespannt auf die kommende Nintendo Directs. Ich glaube, also ich sage euch, was ich glaube. Ich hab keine Ahnung. Ich habe ein paar Gerüchte gehört. Ich informiere mich ja auch immer über Gerüchte, weil ich das einfach ganz gerne mag. Viel davon ist immer Bullshit, das muss man wissen. Aber wenn ich so die glaubwürdigen Quellen nehme und so ein bisschen kombiniere, was die sagen, dann wird nächste Woche eine Indie Direct stattfinden wahrscheinlich erstmal. Das weiß man nämlich tatsächlich schon länger und jetzt gibt es eben neue Gerüchte, die das nochmal bestätigen. Ich glaube, das könnte schon stimmen. Und die richtige Direct wird es dann eben, wie schon erwartungsgemäß, nach Animal Crossing geben. Da sagen viele, dass es schon die Woche nach Animal Crossing kommt. Könnte schon sein, wer weiß. Aber auf jeden Fall nach Animal Crossing dann erst die richtige Direct. Weil die eben den Hype wahrscheinlich nicht kaputt machen wollen oder einfach abwandern lassen wollen. Und ich fand das ein bisschen interessant auch. Das ist schon irgendwie komisch. Da kommt man schon, da fragt man sich, ob was an den Gerüchten dran ist, dass die Direct aus diversen Gründen irgendwie immer weiter nach hinten verschoben wurde. Weil es gab ja jetzt eine Lego-Kooperation. Lego bringt jetzt zum ersten Mal ein Mario-Set raus. Das ist ja ein relativ großes Ding, weil Nintendo eigentlich immer so stiefmütterlich mit seinen Lizenzen umgeht. Und wenn dann zwei so riesige Marken kooperieren. Und das hat Nintendo quasi einfach so über eine einfache Pressemeldung rausgehauen. Und am gleichen Tag wurde das dann quasi auch auf der Lego-Seite veröffentlicht. Auf der Lego-Homepage stand allerdings am Anfang, dass Nintendo das in der letzten Nintendo Direct angekündigt hat. Aber die letzte Nintendo Direct war irgendwie Ende letzten Jahres irgendwann. Also, oder sogar fast Mitte letzten Jahres. Die richtige Direct ist ein halbes Jahr jetzt her. Also, kann das nicht ganz stimmen. Kann natürlich einfach nur ein Fehler sein. Aber vielleicht war das irgendwie anders geplant. Manche glauben ja auch, dass der Coronavirus an der Verschiebung schuld ist. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie so eine aufgenommene Nintendo Direct, so ein Video durch den Virus. Also ich meine, wenn es jetzt ein Presseevent wäre mit Zuschauern und so. Aber so eine Aufzeichnung, warum sich die da verschieben sollte, das verstehe ich nicht. Aber keine Ahnung. Das weiß ich schon. Find's nur skurril. Aber warum wartet dann Nintendo nicht einfach noch mit der Lego-Ankündigung? Man weiß es nicht. Crazy Verschwörungstheorien. Ah, das war gerade der Move, von dem ich vorher geredet habe. Ich mache ihn nachher gleich nochmal. Und dann sagt ihr mir, was das darstellen soll. Aber jetzt kommen schon, die sind immer so zäh, diese Zombies da. Meine Güte. Oh, warte mal, ich brauche hier eine Fee. Achso, da muss ich erst nach oben, dann bin ich hier falsch. Na gut, der Move, Achtung. Er wirft sein Ding in den Boden und dann, ich glaube wirklich, oder das soll darstellen, das soll irgendwie andeuten, dass er irgendwie die ganze Welt, ganz Hyrule, einmal rumschleudert und dann irgendwo auf den Äther aufschlagen lässt und alle sterben dadurch. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was das... Das ist so eine seltsame Animation, finde ich. I don't get it. Der Soundtrack ist ja auch so chillig.
Und bei Sony und Microsoft habe ich das Gefühl, traut sich gerade keiner von beiden der Erste zu sein, der mit richtigen Fakten ankommt. So wie Preis und so weiter. Ich glaube, die sitzen alle in ihren Schützengräben und hoffen, dass jetzt der Gegner bald mal irgendwie rauskommt. Oder die Insider-Informationen irgendwie in die Oberfläche kommen. Vorher machen die, glaube ich, nichts mehr. Die werden wahrscheinlich so einen Tag vor Release eine Pressekonferenz geben. Okay, sie kostet 500. Und dann meldet sich sofort Microsoft und sagt 450. Und dann sagt Sony, ich wollte sagen 350. So wird es wahrscheinlich laufen. Wahrscheinlich. Ah, verrückt auch. Da gab es auch, das waren auch lange Zeit Gerüchte, die ich anfangs echt nicht ganz glauben konnte. Aber dann haben sie sich immer mehr verhärtet, die Verdachtsmomente. Und jetzt ist es tatsächlich offiziell, dass Horizon Zero Dawn für den PC kommt. Ein richtiges Sony-Spiel. Auch von Sony gepublished. Ein Sony-Spiel für den PC. Das ist irgendwie crazy. Ist das jetzt neue Firmenpolitik? Machen die das jetzt weiterhin? Bei Microsoft will das ja sowieso schon machen. Aber macht Sony das jetzt auch? Kommt jetzt einfach immer alles für den PC? Wahrscheinlich Jahre später erst und so, aber trotzdem. Das ist schon verrückt. Das ist so, als würde es plötzlich ein Mario-Spiel für den PC geben. Was müssen wir denn noch machen? Ach so, genau, wir haben jetzt eine Fee, die Fee des Wassers. Damit können wir jetzt in die Festung da drüben. In der würden wir eigentlich Schaden kriegen, aber ich kann die Fee befreien. Die schützt uns vor dem Wasserschaden. Da können wir die Feuerfee oder die Elektrofee oder sowas befreien und mit der in die Festung, in die ich vorher schon rein wollte. Genau. Bring me to your leader. Wo ist er denn, euer Leader? Da ist euer Leader. Machen wir wieder den seltsamen Erde-Einmal-Rumwerf-Move. Da. Wähle ich gleich die nächste Fee. Und befreien. The fuck? Wie haben die das jetzt gemacht? Das war ja komisch. Ah, ich weiß jetzt, wie ich es mache. Den Move kenne ich noch gar nicht. Witzig. Okay. Gut gemacht, Bruder. Mein Bruder. Und jetzt? Geht wahrscheinlich die Festung auf. Dann können wir die auch noch erobern. Ja. Wer ist denn hier der Boss? Oh. Ah, Volvik. Ist hier der Boss. Na dann. Ja. Ist ja schon gut. Mein Gott. Der hat echt irgendwie ein bisschen Anger-Issues, der Kerl. Komm mal runter wieder. Der wird jetzt so niedergekombot. Der kommt zu überhaupt nichts mehr. Und ist er schon tot? Nee. Oh nein, geht jetzt daneben. Hey, hat noch gereicht.
Na komm, jetzt lebst du immer noch, dass du dich nicht schämst. Ja, manchmal geht die Kamera nicht mit und dann sieht es so aus wie jetzt gerade. Dann ist es noch seltsamer. Dann weiß man überhaupt nicht, was er da macht. Sieg für Darunia. Du hast überhaupt nichts gemacht. Ich habe alles selber gemacht. Neue Waffe! Yeah. Du hast eine versiegelte Waffe erhalten. Vielleicht eine ganz neue Waffe. Das erfährst du, wenn das Licht angeht. Es gibt ein paar Waffen, die haben, wenn man so schnell rotiert, so ein ganz feststehendes Zentrum. Das sieht dann immer weird aus. War jetzt bei der Kugel leider nicht ganz so. Ja, wir kennen es jetzt schon. Epona! Epona ist cool. Und ich glaube, wir hatten bis jetzt auch noch kein Ritterschwert für Link, oder? Aber muss man das nicht freischalten? Oder Edelschwert? Ach, was weiß ich. Okay, die Waffe haben wir. Dann machen wir hier weiter. Hier müssen wir wahrscheinlich entweder wieder was verschieben oder was anzünden. Das heißt, ich kaufe jetzt erstmal einen Kompass, damit wir wissen, was wir machen müssen. Und ich kaufe gleich noch einen Krafthandschuh, weil irgendwann brauchen wir den sowieso. Kompass aktivieren. Und wir müssen den da verschieben. Verschieben, aktivieren. So, und wenn wir jetzt mit Prinzessin Ruto einen A-Rang schaffen, kriegen wir noch einen extra Herzcontainer für sie. Deswegen werde ich sie jetzt auch mal nehmen. Können wir sie vielleicht upgraden? Ich glaube, sie haben wir noch gar nicht, ne? Kaum upgraded. Könnte nicht schaden, wenn die vielleicht ein paar zusätzliche Moves lernt. Und insgesamt einfach ein bisschen besser ist. Ja, wir können aber, perfekt, wir können ihre Kombo-Vielfalt quasi schon maximieren. Und alle wichtigen Nebenfähigkeiten kriegt sie auch noch. Sehr schön. Auch gleich eine zweite Spezialleiste. Das ist immer wichtig. Das ist immer gut. Oh mein Gott, wir haben die echt noch fast überhaupt nicht abgegradet. Da wird es aber jetzt mal Zeit, Ruto. Du kriegst jetzt ein komplettes Overhaul-Dingens hier. Aber so viele Rohstoffe, Monster-Rohstoffe haben wir nicht mehr. Bald geht's zu Neige. Aber ein bisschen können wir sie noch boosten. Das sind jetzt eben nur die Resistenzen für einzelne Elementarten. Im Grunde ist das nicht so wichtig meistens. Für viele späteren Quests, wenn man da A-Rang will, darf man sowieso nicht geschlagen werden. Also es ist eigentlich egal, wie viel Herzchen man verliert dabei. Okay, ausgezeichnet. Dann los, Ruto. Mit der Silberschuppe. Für was braucht eine Zoras eine Silberschuppe? Ich dachte, die ist eher für Hylianer gedacht, die eben nicht unter Wasser atmen können. Naja. Ach ja, aber dann gebe ich Link mit Epona als Helfer mit. Das ist gut. Dann werde ich nämlich einfach mit Link die Mission spielen. Dann kriegen wir ziemlich sicher A-Rang. Weil aber Ruto die erste Spielerin ist, die erste Figur ist, kann sie dann trotzdem am Schluss ihre Superbelohnung looten. Voll der Hack. So, Epona, jetzt reiten wir hier einfach durch und hauen alle kaputt. Wir brauchen 500 Kills innerhalb des Zeitlimits. Na dann, halten wir uns ran. So gut, Epona ist eine der wenigen Waffen, die beim Reiten Schaden macht, beim Laufen. Das heißt, man kann einfach durch die Wiese laufen und die Wiese damit abgrasen und muss nicht stehen bleiben und extra draufhauen. Epona ist einfach so super. Ich meine, Link hilft auch ein bisschen mit, muss man schon sagen, aber... grundsätzlich ist das einfach schon ziemlich mächtig. Okay, irgendein großes Monster kommt. König Dodongo natürlich. Wie immer. Zählt der als Gegner? Ja, der zählt als Gegner. Na dann.
Dafür ist Epona witzigerweise relativ lahmarschig im Vergleich zu anderen Waffen. Ja, es ist seltsam, aber ist halt so. Ich hätte gern ein Crossover. Das wäre das beste Crossover ever. Ich hätte gern ein Crossover, in dem es einfach nur darum geht, dass Epona und Plötze gemeinsam Abenteuer erleben. Das wäre die Mutter aller Crossovers. Da werden Link und Geralt entführt. Und dann müssen sich Epona und Plötze verbünden, um in einem Abenteuer auf 8 Hufen die Welt zu retten. Finde ich ziemlich gut. Und Agro können die auch noch mitnehmen, finde ich. Nee, das passt schon. Plötze und Epona sind so die Protagonisten im Tag-Team. Aber im Endeffekt trifft man dann alle möglichen Reittiere aus allen möglichen Spielen als NPCs und Questgeber und sowas. Nicht nur Pferde. Allgemein Reittiere. Chocobos. Und eben auch so Figuren wie Agro. Oder so. Ein Pferde-RPG. Ein HPG. Ein Horse-Playing-Game. Ich aktiviere jetzt mal meinen Fee-Angriff. Das mache ich eigentlich nie, aber in dem Moment kann ich mich jetzt gerade befreien vor den Idioten da. Das ist ganz nützlich. Ich glaube, ich muss die Generäle hier mal besiegen, damit die neue Gegner spawnen. Sonst kriege ich keine 500 mehr zusammen. Ah, das war's schon. Na dann. Einfach ein paar Skelette weggepumpelt. Didel-didel-didel-didin. Und der Plan hat funktioniert. Rutu kriegt trotzdem ihr Herzteil. Ey, hat die eigentlich irgendwie noch Fischaugen oben auf ihrem Kopf an der Seite? Sieht irgendwie echt ein bisschen eklig aus. Ich meine, da hinten, da so. Ich glaube, das sind Augen. Oder, Ohren hat sie was. Atemlöcher. Man weiß es nicht. Es sieht unheimlich aus. Hi, Metatron, hallo. Dienstag verpasst und heute zu spät. Eine Unverschämtheit. Beim heiligen Tentakel gelobte Besserung. Hauptsache, wenn du beim 24-Stunden-Stream komplett dabei bist, dann sei dir vergeben. Ja, aber der startet schon Freitag im Nachmittag wahrscheinlich. Dann deswegen wird das für viele schwierig, von Anfang an dabei zu sein. Ist mir klar. Jetzt reiten wir in den Sonnenuntergang. Ich meine, die Sonne geht wirklich unter. Man hat sie jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, das zählt. Okay. Könnte ich schaffen, wenn du erst um 14 Uhr anfängst. Ich habe ehrlich gesagt vor, um 12 Uhr mittags schon anzufangen. Wieder von 12 bis 12, wie beim letzten Mal. Also 20. 21. Aber mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau. Uhrzeit. Okay, wenn wir jetzt hier die Mission machen, können wir eine neue Waffe für Zelda freischalten und Horror Kid, ein ganz neuer Charakter. Das wäre schon mal ziemlich cool.
Und wir können uns dann noch weiter hier zu der Waffe für Linkel hocharbeiten und Tingles freischalten als neuen Charakter. Und dann sind wir hier erstmal fertig. Dann gibt es hier noch eine Waffe für Ganondorf und für die Magier-Person, Frau und Midna. Aber dann haben wir erstmal Waffen und Charaktere. Dann gäbe es hier noch ein paar Kostüme, die ich auch gerne gleich noch freischalten würde. Aber dann können wir zur nächsten Karte. Naja, jetzt mal eins nach dem anderen. Das kann auch lang genug dauern hier, bevor ich schon von der nächsten, von der Wind Waker-Karte träume. Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß es selber noch nicht genau, aber für mich wäre es schon das Sinnvollste, glaube ich, so Mittag anzufangen. Aber mal schauen, ich werde das noch verkünden. Aber so um den Dreh kann man schon auf jeden Fall mal speichern. Entscheidungsschlacht Ocarina of Time. Okay. Moment, ich muss nochmal zurückgehen. Gibt für irgendwen... Aha, ich glaube für einen Charakter, den ich noch nicht habe, gäbe es hier theoretisch was. Vermutlich mit einer Bombe irgendwo in die Wand sprengen oder so. Ich kaufe mal einen Kompass. Ich könnte eigentlich mal, wisst ihr was, ich kaufe jetzt mal 10 Kompassen. Oh, ich kann nur 4 kaufen. Anscheinend kann man nur 5. Ja, man kann nur 5 Exemplare immer gleichzeitig haben. Dann kaufe ich jetzt mal 5 Kompassen, damit ich nicht dauernd Kompassen kaufen muss. So, gut, sprengen wir hier mal rein. Okay, das ist cool, Wettertron. Das ist schon mal gut. Ja, gerade in den frühen Morgenstunden, wenn der Chat dann so leer wird und ich schon langsam müde werde. Das und die letzten 2 Stunden ungefähr sind immer die schlimmsten Phasen.